So, okay, wir 1,5 Stunden hingelatscht, waren dann einkaufen, schön. Und beim Hinweg haben wir dann festgestellt, dass wir so ein bisschen eine Kurve gelaufen sind auf dieser Straße. Und dann haben wir gedacht, also ich habe gedacht, man könnte doch einfach geradeaus durch den Wald gehen, dann kommt man noch viel schneller an, dann muss man nicht wieder 1,5 Stunden zurücklaufen. Ja, gedacht. So, ich dann also versucht, die anderen zu überzeugen, hat nicht so ganz geklappt, nur einer ist mit mir mitgekommen. Das ist, war schon mal schlecht für die anderen vier, weil die haben dann voll Ärger gekriegt, dass sie da vor uns angekommen sind und egal. Und wir dann durch diesen, durch diese Kurve, ja, also geradeaus durch, durch den Wald und laufen da so schön, denken wir, ah, das müsste ungefähr die Peilung sein, ne? Wenn Männer, die verlaufen sich ja nicht. Ja, es wurde so langsam dunkel, wir waren da immer noch im Wald. Und dann kommen wir tatsächlich an diesen See raus, wo wir dann auch unser, wo wir unser Haus stand, ne? Wo wir da Urlaub gemacht haben quasi. Nur auf der falschen Seite. Und das ist schon kein kleiner See. Dieser See war verdammt groß. Wir konnten das Haus sehen und dachten uns, oh, schön. Jetzt rumlaufen dauert ungefähr eine Stunde oder sowas. Also es ist schon echt, das war herrlich. Ja, dann haben wir dann rübergewunken, dann sind die ja mit Kanus rübergekommen und haben uns abgeholt. Und ja, da haben wir Ärger gekriegt. Und das finde ich gut, ehrlich gesagt. Also was, dass sie uns abgeholt haben? Ja, das war ja nett von ihnen. Ja, also es sind, waren mehrere, die sind mehrere Kanus gekommen und haben uns dann geholt und das, ja. Alter. Wir haben sowas von Ärger gekriegt. Wir durften auch nicht nochmal einkaufen gehen in der ganzen Freizeit. Das war ein bisschen doof, naja. Ja. das ist ärgerlich in der Tat. Ja. So, lass ich das hab jetzt so? Ich nehme jetzt mal so eine hier mit, weil ich brauche noch eine. Die sind eh scheiße. Also, was lernt man in Schweden? In Schweden nicht sollte man nicht durch den Wald gehen, genau. Aber ungelogen, ich war schon so oft in Schweden, ich habe noch nicht einen ehrlich gesehen. Was? Gibt's den ja nicht mehr, oder was? Ich weiß nicht, und ich bin ja querfeld eingegangen sogar und ich hätte eigentlich, aber ja. Nix. Gibt keine ehrliche. Weißt du, was in Schweden der meistgeklaute Gegenstand ist? Elche? Nee, aber die Schilder, die vor Elchen waren. Oder diese, oder Achtung, ehrliche Schilder. Das kann ich verstehen. Die werden ständig geklaut von allen möglichen Leuten, nehmen die mit nach Hause. Ja gut, wenn sie die da eh nicht brauchen. Ja, nur wenn eh keine Elche mehr da sind. Ist ja logisch. Hä? Ja. So, wie craftet man jetzt diesen Blumenpferd? Braucht man dafür die Bricks. Und was macht man dann mit den Bricks? Musst du, glaube ich, so ein Illuminatendreieck mitmachen. Ein Illuminatendreieck? Warte, ich versuche mal. Nein, hat nicht geklappt. Echt nicht? Hast du einen anderen Tipp? Ja, Moment mal, also so unten in die Mitte und dann links und rechts. Ach, wie so ein Eimer, okay. Genau. Das ist umgekehrte Illuminatendreieck. Ja, genau. Das ist ja ein bisschen getan, das könnt ihr nicht so offensichtlich machen. Ach ja. Also eigentlich schon, aber nee. So, jetzt muss eigentlich nur noch der Lukas eine Geschichte erzählen, ne? Dann sind wir durch. Yep. Oh Gott. Muss ich mir überlegen. Kannst mir Rosamund nennen, also Gott. Das muss jetzt nicht sein unbedingt. Ja, Arbeitszyklus ist immer schön. Achso, oh Gott. Ja, okay, stimmt. Und schon wieder? Das war letztes Jahr schon. Letztes Mal. Nicht letztes Jahr. Aber ja, letztes Jahr, da kann es auch sein. Hey, Lukas, ist richtig. Alles gut. Ja. Kann man eigentlich aus dunklem Holz? Nein. Gut, schade. Geht nicht. Mach sie halt aus hellem. In Ordnung. Ich weiß auch gar nicht, ob die anderen Gruppen so lustig sind wie wir. Also ich habe hier echt immer groß Spaß mit euch. Das ist jetzt ein verstecktes Kompliment, oder? Naja, so versteckt war es jetzt auch wieder nicht. Ich meine, gut, dass du das nicht raffst. War schon zu offensichtlich eigentlich für mich. Das ist, bin ich nicht gewohnt, weißt du? Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich überrascht bin, dass du es nicht gerafft hast. Von daher ist alles gut. Weil die Lücken hier, das ist doch so ätzend. Wieso machen die Lücken nicht zu, Schweine? Was für Lücken? Hier ist noch mehr Lehm übrigens, falls du noch mehr Lehm brauchst. Nö, ich habe hier noch. Oh, du hast schon überhaupt drauf gebaut, das ist ja geil. Sehe ich gerade so. Entschuldigung, ich wollte nicht dazwischen und, ne? Nee, alles gut. Ja, alles so. Jetzt mag er mich bestimmt nicht mehr. Lukas hast unterbrochen, mich nicht. Ach so. Was? Dann ist ja nicht so schlimm, ja? Willst du jetzt noch irgendwie so hier neben DJ-Pult was machen? Weil irgendwie? Ja, irgendwo möchte ich noch einen DJ-Pult hinmachen. Bis jetzt habe ich ja nur eine Bar gebaut. Sieht man die Pflanzen überhaupt nicht, ne? Doch. Also das sieht schon ganz hübsch aus mit dem Redstone-Fackel. Ich bringe bis Musik mit, Jungs. Okay. Ja, das ist gut. Bitte sag, dass du die richtige. Aber dann muss ich ja die andere Musik ausmachen dann hier, sonst ist das ja... Hast du... Ist hier Dings drin irgendwo? Ein Schallplattenspieler? Nee.
Ja, dann können wir die auch noch gar nicht abspielen. Na schade. Das ist ja auch eine Bar und kein DJ-Pult. Der DJ-Pult ist noch nicht da. Achso. Der weiß ich noch nicht, wo der hinkommt. Das ist nur die Bar. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal aus dem Kopf, wie man einen Plattenspieler baut. Wollen wir mal schlafen? Ja, ach, ja, wenn wir schon mal alle hier sind, ne? Gerade ihr da, ne? Ja. Tür zu. Er macht sogar, sehr gut. Leg dich jetzt endlich mal hin. Hör auf, uns zu begrabbeln. Aus. Mach weiter. Okay, na gut, ist ja gut. Nee, jetzt kannst du nicht einfach aufhören. kennt ihr das bei Katzen? Seid ihr mit Katzen aufgewachsen oder habt ihr welche oder so? Ich habe eine und hatte welche. Boah, ich hasse die Viecher, ne? Ich bin ja mit einer aufgewachsen, 21 Jahre lang. Ja, die war also immer. Ey, wer ist Füße abtreten? Ich hab, ja. Oh, Fliege. Und, was? Und das war so, dass diese Katze hat sich mal auf den Schoß gesetzt und wollte gekrault werden. Ne? Und dann dachtest du ja, okay, machst du es mal, ne? Und dann war es manchmal so, dass du sie loswerden wolltest, weil du keine Lust mehr hattest. Und sobald ich das halt gemacht habe, ne, die so runterschubsen, da hat sie immer schön die Krallen durch die Jeans in die Beine, so weißt du. Ja, natürlich. So, das ist ja schon mal assig genug. Aber, was noch viel assiger ist, ja, was die Biester ja auch machen, ist, wenn du sagst, nee, ich möchte jetzt was anderes tun oder sowas, ne? Dann verpissen die sich voll angepisst und gehen halt. Und du merkst halt auch so, das fand die jetzt nicht geil. Mhm. Und dann hat unsere Katze uns original echt teilweise tagelang nicht mehr mit dem Arsch angeguckt. Endlich Ruhe. Nur, ja. Ich fand's gut, aber weißt du, nur weil du nicht mehr streicheln wolltest die ganze Zeit, ja? Arrogante, kleine, egoistische Bastarde sind Katzen. Also ich persönlich, ich liebe Katzen über alles. Ich kann mir zusammen mit wüsteren Mäusen keine besseren Haustiere vorstellen. Wüsteren Mäusen? Ja, hatte ich auch 3 Jahre lang. Länger leben die ja nicht. Das sind fantastische Tiere. Weil sie so schnell sterben oder was? Nein. Ah, yeah. Das sind zwar keine Tiere, weißt du, mit denen die kannst du nicht streicheln und die kannst du nicht auf den Arm nehmen, aber mit denen kannst du so viel Spaß haben. Die brauchen ja zum Teil halt so ihren täglichen Auslauf oder wöchentlichen. Dann lässt du die halt in einem nach Möglichkeiten nicht mit offenen Steckdosen und angeknabberten Kabel rumliegenden Zimmer rumlaufen. Und dann kannst du mit den Viechern so einen Spaß haben. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht. Die Katze hat mich total verdorben, ey. Und die Wüstenmäuse, da muss ich mal an meine Schwester denken. Die hatte immer ein Meerschweinchen. Ja. Warum auch immer sie auf Meerschweinchen stand, keine Ahnung. Und da ist mal ein Nachbarskind irgendwie, ein Mädchen, die hieß Mareike. Ja, die ist irgendwie Amado? Früher mal. Nee. die ist halt irgendwie zu Besuch gewesen, das weiß ich noch. Und dann haben die immer mit dem Meerschweinchen halt gespielt, weil das fanden sie halt alles ganz knuffig und süß und so. Und mein kleiner Bruder hockte da halt auch immer mit rum irgendwie und hat den halt dann, hat die halt genervt oder geärgert halt. Also der Flo, ne, der Cinder-Sykes. Und dieses Meerschweinchen hat halt der Mareike irgendwann mal auf der Hand gepieselt. Weil die Viecher machen das halt so. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, dass mein kleiner Bruder, also der liebe Cinder-Sykes, der ist wie ein Wahnsinniger durch die Wohnung gerannt und hat die ganze Zeit laut kichernd, Mareike, ist ein Meerschweinchen-Klo, geschrien. Das Geile war, der hat halt damals noch nicht richtig gesprochen quasi und hat Mareike gesagt statt Mareike. Und wir haben uns so weggelacht, weil wir natürlich wussten, was er meint. Und Mareike halt, ja, man muss sagen, das war für sie natürlich bitter, aber sie war das Meerschweinchen-Klo. Und mein kleiner Bruder hat das so permanent und penetrant geschrien und ist auf die Straße rausgelaufen, dass sie anfing zu weinen, weil, ne, ist natürlich nicht so schön und angenehm, wenn du das Meerschweinchen-Klo der Nachbarschaft bist. Und mein kleiner Bruder hatte Spaß. Das glaube ich. Weiß nicht, Nagetiere finde ich komisch. Die DJs stehen immer so ein bisschen höher, oder? Ja, das stimmt, das ist gut. Nagetiere heißen auch nicht umsonst Nagetiere. Ja, wer hat das gedacht? Ja. Also ich hatte echt das Problem, als ich dann diese Mäuse halt immer mal so draußen hatte, die waren dann halt in meinem Zimmer draußen. Ja. Und dann liefen die halt so rum und du konntest dann halt nicht manchmal kontrollieren, wenn du dann 3 Mäuse auf einmal draußen hast, wusstest du nicht immer, wo jede sitzt. Okay. Und dann hast du dir halt schon mal am nächsten Morgen dein T-Shirt angezogen und dann hast du so ein geiles Loch gehabt. Irgendwo so an Stellen, wo vielleicht keins sein sollte. Das ist natürlich blöd irgendwie auch, oder? Ja, das ist auf jeden Fall blöd. Das war auch oftmals ärgerlich. Da sind auch in dieser Zelle sind mehrere Kopfhörer draufgegangen, die halt im Zimmer verstreut lagen und sowas. Die haben das alle nicht wirklich halt überlebt.
Glaube ich. Ich hatte einen Kumpel, der hatte Ratten und dem haben sie immer von den, damals von den Fernbedienungen, die hatten so Weichgummiknöpfe. Oh ja. Und da haben die original bis auf quasi, wo du noch drückbar ist, die Dinger abgenagt, das Plastik da. Boah. Mhm. Ah, fuck, hat jemand einen Diamanten mit? Nope. Nope. Dann können wir keinen Plattenspieler bauen. Aber einen Diamanten, ne? Und ich hatte vorhin noch einen Diamantengepäck, weil ich dachte, ich repariere mal meine Pickhacke. Und hab mich dann dagegen geschossen, weil das 29 Level gekostet hätte. Da crafte ich mir lieber eine neue. Wer ist am nächsten dran, um in sein Haus, um einen Diamanten zu holen? Ich bin gerade in einem Loch, aus dem ich erst gar nicht rauskomme. Ich weiß nicht mal, wo mein Haus ist. Gut. Okay, ich geh in der Apotheke den Diamanten klauen. Tu das. Warte, ich springe ins Wasser von oben. So, ich laufe jetzt hier seit 5 Minuten planlos rum und weiß nicht mehr, was ich machen möchte. Wo hatte eben irgendwas? Könntest du hier Cobblestone einsammeln? Kistenbahn, Cobblestone einsammeln. Oh, du kannst überlegen, wie wir diesen DJ-Pult da noch besser bauen. Kann ich auch machen, aber erstmal gibt's. Oh, gib zu, das baust du doch als Running Gag ein, oder? Ich renne da so auf den Steg zu, ne? Und will gerade abspringen und merk so, scheiße, er rennt nicht mehr. Und dann war es nicht weit genug. Ah, nein, ey. Schade. Kannst du mal das Loch in der Wand füllen mit irgendwas? Danke. Ah, erstmal alles wieder aufsammeln hier. Ach Gott, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Was soll das denn? Ja, ich sage ja, ich bin im Loch drin, wo ich erstmal nicht rauskomme. Und dann lockst du ihn da rein, damit er da auch noch drin ist. Ja, sicher. Ja, er wollte mich hier haben. Ey, warte mal, wieso haust du ab? Moment. Läuft nicht. Verdammt. Ich habe oben meine eigene einzelne Höhle schon gebaut. Ja, aber wir hätten hier unten so schöne Dinge machen können noch. Nein. Nein? Too much information. Too much information. Das machen wir, wenn die Aufnahme zu Ende ist. Das können wir ja nicht in der Aufnahme. Too much information. Nee, Rather, das kriegst du jetzt voll ab. Too much. Jetzt tu doch nicht so, als wenn du das nicht auch schon dabei gewesen wärst. Genau. Too much information for my Zuschauer. Too much information. Nach die müssen ja nicht alles wissen. Okay. Mann, der verratet dich wieder alles, ey. Müsst nur aufpassen, dass deine Frau davon nichts erfährt. Die schläft schon. Glaube ich. Dann ist ja gut. Dann passt das ja. Ich habe nicht mitgekriegt, ob sie nach Hause gekommen ist, aber wird sie wohl. Ich wollte bei To-Do was klauen gehen, ne? Das war das Ziel. Ja. Genau. Diamanten oder sowas. Ich hoffe, er hat die noch da, wo er das letzte Mal auch liegen hatte. Voll die kriminelle Energie hier bei uns. Ich stelle auch ein Schild auf, das ist kein Problem. Ich hab ja genug Diamanten, ich will nur bis jetzt nicht nach Hause rennen. Stell das, ich bringe den Klappen da schon irgendwann wieder. Diamanten habe ich echt genug, das ist also. Oder ich gehe mal bei Blaze was klauen, da weiß ich auch, wo das Lager ist. Ach, da haben wir gar nicht viel Leben. Konnte ich denn hier noch einen weiter oder? Achso, brennt noch alles, ne? Ist durch. Ja, dabei brauchte ich nur eben, ich habe meine Pötte schon fertig, also Rest nehmen. Ich wollte gerade sagen, für deine paar Blumentöpfe sind ja 264er Stacks nehmen, ne? So, hier ist ein Lager von Tutu, wo hat er jetzt die Diamanten? Letztes Mal waren die da hinter der Wand, wollte ich doch noch, soll ich mal gucken gehen, ob das immer auch da ist? Ja, ist immer auch da. So. Oh ja, hier ist Diamant, ich nehme mal einen raus. So. Vielen Dank für deine großzügige Spende. So. Nehmen Sie gerne an. Jetzt muss ich ein Schild hier lassen, ne? Ich bin ja fair, ich mache ein Schild. So, Schild. Plupp, schreibe ich drauf. Hab mir einen dir geliehen. Geliehen? Rather. So. Ja, genau. Geliehen. Oh, passt. Ich weiß gar nicht, wo der ganze Cobblestone in den Tag kommt. Keine Ahnung, weiß das auch nicht genau. Nur ein Rätsel. Und jetzt muss das doch so gehen, glaube ich, ne? Jawohl. Ich verschwende hier auch meinen Stein teilweise. Jukebox! Kommt natürlich mit aufs DJ-Pult. Egal. Nee, der kommt unter das DJ-Pult. Ich habe nichts mehr zu essen, verdammt. Ich hab noch, wenn du willst. Und das ist kein Loch mehr, aus dem man nicht mehr rauskommt, sondern jetzt ist es ein Loch, in das man auch wieder. Ich guck, ob der To-Do was zu essen hat, warte. Aber die Löcher, wo man nicht mehr rauskommt, eignen sich aber eigentlich mal besser für unsere Zwecke. Kommt mir bei ihm Möhren leihen schon, darf? Ne? Bestimmt, ne? Was? Möhren? Nee. Ja. Möhren also, braucht er bestimmt ganz dringend. Diamanten geben dort nur, aber Möhren nicht.
Also ich bin dafür, dass Weizen ist oder sowas. Ich hab so viel Essen mit mir zu Hause, da ist völlig egal. Ich kann alles mit Zinsen und Zinsen und Zinsen.